Es gibt ja auch in den Alpen, in Bayern, in Deutschland, in Europa oder in der ganzen Welt einige Hotspots, die durch Instagram über Nacht eigentlich berühmt wurden. Also sei es natürliche Gumpen im Nationalpark Berchtesgaden oder ein Tal in der Schweiz, wo wirklich ein einzelner Post von einer Influencerin oder einem Influencer dafür verantwortlich war, dass dort dieses Overcrowding ausgebrochen ist, weil der eben Millionen Aufrufe bekommen hat. Und ich glaube, das ist die Verantwortung, die wir ganz lange unterschätzt haben, dass Instagram halt nicht länger das Fotoalbum ist, das du mit Freunden teilst, sondern dass dieses Fotoalbum über Konsequenzen Nacht, haben kann. genau, über Nacht durch verschiedene Algorithmen eine riesige Reichweite bekommen kann.